meine Lieben, heute sind wir bei einem Blumenseminar zum Thema Boygroups der 90er Jahre. Und niemand, wirklich niemand, ist besser für dieses Thema geeignet als ich. Mini-Zusammenfassung. Zusen in den 90ern. So, wie fing das an? Alles fing ganz harmlos an, 1989 mit New Kids on the Block. Klein Zusen war damals 9 Jahre alt und 2 Jahre lang gehörte mein Herz Joey. Man nannte mich auch nur Susan McIntyre. Joey hatte mein Herz. Aber dann, eines Tages, sollte sich alles ändern. Plötzlich kam Take That. Aus heiterem Himmel. Und mein Herz machte ein bisschen Platz für Robbie Williams. Ja, so richtig sicher war ich mir nie, ob es jetzt nun der ist oder der ist. Die 90er waren eine wilde Zeit. Also es gab dann eine Boygroup nach der anderen und irgendwie... Aber die 90er waren eine wilde Zeit. Es kam eine Boygroup nach der anderen. Plötzlich kamen sie wie die, weiß ich nicht was, aus dem Boden raus. East 17, Worlds Apart. Wir waren überall auf Autogrammstunden, haben alles gesammelt. Es gab da diesen einen Tag. Ich bin mir sicher, alle, die um die 80 geboren sind, können sich an diesen einen Tag sehr gut erinnern. Morgens, meine Freundin und ich haben uns immer donnerstags am Kiosk neben der Schule getroffen, um die Bravo zu kaufen. Ja. Und an diesem einen Tag stand auf der Titelseite: Robbie trennt sich von Take That. Das war grausam. Also in die Schule konnten wir dann nicht mehr gehen. Wir sind natürlich alle nach Hause gegangen und mussten erstmal eine Runde weinen. Schlimmer als die Trennung. Schlimmer als der Ausstieg von Robbie aus der Band war natürlich dann die Meldung der Auflösung von Take That. Hallo Susan! Überraschung! Ja, kennst du mich noch? Nein, wer ist dieser Mann? Mensch, was machst du denn hier? Das ist ein kleines Video, wa? Ja, ja, natürlich. Wenn es um die 90er Jahre geht und so, dann müssen wir... 90er Kinder, oder? Ja, dann müssen wir halt ran. Bist du auch in Take That hinterhergereist, wie ich? Nein, aber ich bin oft mit denen zusammen irgendwie irgendwo aufgetreten. Das weiß ich noch mit diesen ganzen Boygroups. Ja, ja. Vielleicht haben wir uns dann... Warst du ja selber schon damals schon Superstar? Ja, naja, Superstar nicht, aber ich war auf jeden Fall als Künstler dann immer unterwegs. Ja, wo man dann auch East 17, weiß ich noch, gesehen hat. Und die Backstreet Boys, da war ich irgendwie mit denen auch irgendwie sogar Backstage am Feiern und so. Da kann ich Sachen erzählen. Nee, war auch immer schön, weil überall, wo die waren, waren auch ganz viele Mädchen. Und ja, manchmal sind natürlich auch ein paar abgefallen für uns. Einzelgänger. Genau, eigentlich müssten wir uns doch kennen aus der Zeit. Jetzt erkenne ich ihn wieder. Ach Gott, ist das lange her. Wir waren so jung. Ja, wir waren jung und schön. Und jetzt sind wir nur noch schön. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt überschnitten hat, aber eines Tages kam eine neue Band in mein Leben. Und die hat wirklich alles verändert. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Okay, warte. Einige fragen sich natürlich, wie kann das sein? Wie kann man jetzt wechseln von Take That zur Kelly Family? Ich kann euch das nicht beantworten. Paddy Kelly war dann die nächsten 2 Jahre aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Mein Zimmer war voll tapeziert. 32, sage und schreibe, 32 Kelly Family Konzerte später sollte nun wieder alles anders werden. Dann kam nämlich der Jakob in mein Leben, den ich ja jetzt dann auch geheiratet habe. Er kam dann in mein Kinderzimmer und hat gesagt, Paddy oder ich. Schön, dass ihr mich begleitet habt bei Flashback Sue in die 90er, mein Lieblingsjahrzehnt, und ich hoffe, wir sehen uns wieder und dann heißt es You see Sue and Sue sees you.
hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video wieder mit rein und hinterlasst auf jeden Fall Kommentare, Anregungen, Fragen, Wünsche, so, wie auch immer. Ich gucke mir das auf jeden Fall alles an und hoffe, dass ich euch dann im nächsten Video eine große Freude machen kann.